Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, als ich hier reingekommen bin, war ich etwas geschockt. Und zwar, wohin das Auge sieht, habe ich hier überall nur noch Nachrichten, die ich hier lesen kann. Ich fange mal mit der Nachricht an, die hier vorne liegt, von Schleichleise. Gameplayerin, erneut muss ich um Hilfe und euren Rat bitten. Ich habe eine Lösung für die Lage, meine alte Freundin betreffend, doch sie ist schwierig zu erklären. Ich würde sie euch lieber persönlich erläutern, anstatt hier irgendwelche Einzelheiten abzugeben. Trefft mich bei den Docks. Ihr könnt mich in einem der Warenhäuser finden, die das Ufer überblicken. Wir sehen uns dort. Dann erkläre ich alles. Schleicht leise. Ich sollte schleicht leise an den Docks treffen. Jeder hat seinen Preis. Jetzt bin ich gerade am Gucken. Da hinten ist der Ausgang. Das heißt, dass ich dann hier raus möchte. Und hier stehen jetzt gerade 10.000 andere noch, die dann wieder andere Nachrichten haben und mich hier total verrückt machen, ehrlich Da seid gesagt. ihr ja. Ja, ich kann Ich gerade habe nicht. neu. So, das nehmen wir natürlich gerne mit. Trefft ihn an den Docks. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier rum und links. Ich war gerade am gucken, ob ich noch Kopfgeld habe, aber ich glaube eher nicht, weil ich war jetzt etwas länger nicht mehr drin. Nein. Nimm bloß nicht die Treppe. Kein Thema. Muss ich da. Muss ich da von unten hin, oder? Wenn ich das richtig sehe. Wir werden ja auf jeden Fall gerade wieder mit. Oh, ich mach das mal lieber zu Fuß. Gerade wieder mit Quests erschlagen. Deswegen muss ich jetzt erstmal hier gucken. Doppelt und dreifach. Nee, das ist eins höher. Komme ich hier noch höher? Da sind noch Treppen. Ah, das sieht gut aus. Ja, perfekt. Schleicht leise. Ach, da ist er doch. Es braucht eine Weile, aber mir ist endlich die beste Methode eingefallen, um Anaris eine Lektion zu erteilen. Ich verspreche, das wird schon bald alles einen Sinn für euch ergeben, meine Freundin. Was machen wir hier, schleicht leise? Und ist das die gefesselte Anais dort drüben? Vertraut mir, bleibt noch einen Moment lang ruhig und alles wird sich klären. In Ordnung, ich höre. Meine Mitarbeiterin ist mit der Antwort aus dem Herrenhaus zurück. Würdet ihr sie gerne hören? Lösegeld? Das ist euer Plan? Mein Verwalter hat klare Anweisungen, nicht mit Entführern zu verhandeln. Er meinte, wenn auch nicht in diesen Worten, das ist unerhört. Sie ist nicht mal halb so viel wert. Dieser alte Bock! Da ich nun aus dem Weg bin, hofft er wohl darauf, die Geschäfte zu übernehmen. Habt ihr meine Mutter kontaktiert? Sie ist zu dieser Jahreszeit in Vrodgar, richtig? Wegen Handelsvereinbarungen. Wir haben keine Zeit, sie zu erreichen. Bindet mich los und wir vergessen das hier, schleicht leise. Um der alten Zeiten willen. Hört ihr mir zu? Danke für eure Geduld bei all dem. Ich hoffe, ich klang überzeugend. Wollt ihr mir erklären, was wir jetzt hier machen? Anaris muss erkennen, was sie falsch gemacht hat. Leute sind kein Eigentum. Man darf sie nicht verkaufen und mit ihnen handeln. Und man darf sie ganz sicher nicht zu Sklaven machen. Also habt ihr sie entführt und verlangt ein Lösegeld? Es gab keine Lösegeldforderung. Das habe ich alles erfunden, um ihr Angst zu machen. Bisher weiß noch niemand, dass sie verschwunden ist. Und ich würde auch wollen, dass es so bleibt. Und was habt ihr damit mit ihr vor? Nehmt diese Briefe. Ich will nicht, dass Agenten ihrer Familie auf der Suche nach ihr hierher kommen. Daher habe ich Briefe gefälscht, die ihre Abwesenheit erklären. Verteilt sie einfach im Velmont-Herrenhaus. Das wird mir die Zeit verschaffen, die ich brauche. Zeit? Zeit wozu? Zeit für Anaris, ihre Lage zu überdenken und herauszufinden, ob es die eigene Einstellung zum Halten von Haustieren und Sklaven ändert, wenn man selbst gefangen und machtlos ist. Sobald sie ihre Lektion gelernt hat, lasse ich sie wieder frei. Trefft mich im Diebesnest, nachdem ihr die Briefe verteilt habt. Na schön, ich werde diese Briefe im Velmont-Hellenhaus verteilen.
Na gut. Die Frage ist nur, ich gehe mal stark davon aus, dass ich dann wieder einbrechen muss, um das Ganze zu verteilen. Kommen wir hier auch irgendwie so ein Stückchen näher? Das ist wieder komplett auf der anderen Seite, ne? Da muss ich ja mal gucken. Hier komme ich... komme ich hier noch runter? Ich bin im Augenblick ziemlich beschäftigt. Ja, das ist schön für dich. Ja, wir haben eine Verbindung. Wir können hier durch. Okay, die Frage ist jetzt nur... Es war, glaube ich, hier hinten geradeaus und dann rechts, ne? Ja. Das ist dieser normale Eingang. Frage ist jetzt, kommen die nach hier hoch? Nee, ne? Schade, dass man das nicht auch mit einem Klick öffnen kann, so wie ganz am Anfang vom Spiel. So, Du sollst nicht laufen, du sollst da hinten hingehen, hallo? Das kommt mir nicht richtig vor. Das kann dir auch nicht richtig vorkommen. Du hast mich jetzt eh schon gesehen. Ich dachte, wir wären auf der anderen Seite. Mann. Oh, da ist auch noch einer. Oh. Nein. Platzieren. Och, willst du mich denn? Jetzt bin ich extra hier reingekommen, weil ich nichts hatte. Oh. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wirklich. Du hast mich schon mal gesehen. Du brauchst mich nicht mehr. Ernsthaft? Dann stirb halt. So. Ich mich jetzt erschrocken. Musst du, blöder Idiot, dich hier hinstellen, in dem Moment, wo ich hier gerade hingehe? Oh. Der geht nach oben. Der geht weg. Der sieht mich doch jetzt sowieso. Hallo, Hundi. Höher. Okay. Das ist nicht gut. Ich glaube, die kommt sogar nach hier, oder? Wie gesagt, es ist wesentlich einfacher, wenn man die Leute umbringen kann. Aber die kommt doch nicht nach hier. Okay. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ja, ist okay. Ich bin fertig. Kannst du Pause nehmen. Jetzt habt ihr Ärger. Ihr hättet gehen sollen, als ihr noch die Chance hattet. Hallo? Die war eine Etage drüber. Was geht denn jetzt ab? Wieso sieht die mich unten? So, wenn der Typ jetzt nicht direkt hier vor der Tür am Kern ist, dann habe ich eine Chance eventuell. Also heute ist echt zum Mäusemelken, bin ich ganz ehrlich. Alles andere hat jetzt heute wunderbar funktioniert, egal in welchem Spiel. Und kaum komme ich nach Teso, kriege ich hier gefühlt eine 500.000 Kopfgeld. Okay, so schlimm ist es noch nicht. Aber es ist trotzdem, es ist fies. Es ist fies viel, sind wir mal ganz ehrlich. Da komme ich nicht dran vorbei, ohne dass die mich sehen. Zumindest nicht ohne Nachtklinge.
Das ist alles, worum ich bitte. Jetzt habt ihr Ärger. Ich hätte das an euch. Ich hatte gesagt, ihr sollt euch verziehen. Ja, ja, ja. Ist mir jetzt auch egal. Ich habe jetzt sowieso schon Kopfgeld. Oh. Scheint, als käme ich gar nicht voran. Alter. Wieso war die gerade hier drin? Also nicht hier drin. Wieso war die gerade so nah an mir dran? Die geht doch sonst nicht da rein. Hab ich mich jetzt erschrocken? Jetzt sitzt der sich... Boah. Der setzt sich jetzt nicht hier hin und liest ein Buch. Wie lange soll ich denn hier in dem Ding drin bleiben? Hallo? Ich habe ein Geräusch oben gehört. Guck mal nach. Oder besser hier vorne unten. Dann kann ich in Ruhe oben rumlaufen. Okay, war ein anderes Spiel, aber hätte ja klappen können. So viel zu tun, so wenig Zeit. Okay. Der geht dahin. Wo muss ich denn hin? Da vorne. La 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 la. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 das ist eine Wache. Das ist eine Wache, das ist nicht gut. Da entlang zu laufen, da fehlt mir der Mut. Hat sich umgedreht, hat sich umgedreht. Ja, natürlich muss die genau in dem Moment jetzt hier hinkommen. Nee, jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange. So, schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Heieiei. Wobei ich jetzt Trick 17 machen würde. Hat der mich jetzt erschreckt. Ich würde mal eben rüberporten, damit es einfach schneller geht und ich das Kopfgeld dann auch wieder loswerde. Bis gleich. So, da sind wir wieder völlig frei und unbelastet, ohne Schulden und ohne Kopfgeld. Sehr schön. Das nehmen wir mal eben schnell mit, wenn wir schon mal dabei sind. Schon krass eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Der Runenstein ist jetzt so viel größer. Größer nicht, aber fast so groß wie ich. So, schleicht leise. Ist auf der rechten Seite. Oder auch nicht. Gameplayerin, während wir beide anderen Geschäften nachgingen, wurden diese besondere Lieferung aus meiner Vergangenheit entdeckt und machte sich mit Piraten aus dem Staub. Ich muss sie retten. Meine Kontakte in Abbas Landung berichten, die Lieferung wurde zur Haizahngrotte gebracht. Ich mache mich sofort auf den Weg dorthin. Solltet ihr geneigt sein, mir zu helfen, würde ich eure Hilfe nicht ausschlagen. Schleicht leise. Nö, wir bleiben einfach hier. Ja, natürlich müssen wir schleicht leise mal wieder retten. Machen wir doch auch gerne. So, er sagt jetzt, ich soll hier hinten rausgehen. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist es keine Abkürzung, soweit ich weiß. Wollt ihr euch etwas dazu verdienen? Nein, danke. Das ist für eine gute Sache. Nein, nein. Ihr, hier drüben. Psst, kommt her. Ja, ich weiß, ich kann doch nicht alle Aufträge gleichzeitig annehmen. So, und jetzt habe ich genau das, was ich nämlich nicht haben wollte. Jetzt bin ich hier hinten und weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Da kommen wir runter, weil ich muss ja eigentlich nach vorne, wo ich einfach nur aus der Tür hätte rausspazieren können. Ich weiß auch nicht, warum ich immer so dämlich bin und diesen blöden Pfeilen folge, die dann da angezeigt werden. Nach dem Motto, geh jetzt da raus, weil im Endeffekt... Ja, komme ich ganz woanders raus, als ich eigentlich rauskommen sollte. Weil die Haizahnfischgrotte, oder wie die nochmal hieß, die ist nämlich ganz hier unten links und da müssen wir dann einfach nur raus. Das heißt nicht irgendwo an einer speziellen Ecke oder sowas raus, sondern einfach nur raus. Wie komme ich da jetzt am besten runter, ohne zu sterben? Also, weil ich zu tief gesprungen bin, meine ich. So.
die Richtung. Wir müssen uns eigentlich so ein bisschen am Wasser entlang halten. Oder war gerade nirgendwo. Das hätte ich mitnehmen sollen. Sollte die ganzen Sachen generell mitnehmen. Aber nein, nicht doof. Lass die ja wieder liegen. Weil ich jetzt eigentlich nur relativ schnell dahin kommen möchte. So, ich sehe sie schon. Die Heizahnfischgrotte, glaube ich. Hier ist noch ein Buch. Heizahngrotte, so heißt das Ding. Okay. Das war nur zum Angeln. Na gut. Hier können wir auch noch mal eben was mitnehmen. Zack. Hier können wir, weil die alle rot sind, auch theoretisch den Basti mal eben wieder aus dem Gepäck holen. Falls irgendwas sein sollte. So. Nee, du bist es nicht. Der nächste Pirat, den ich sehe, kriegt meine Axt zu spüren. Und zwar genau zwischen den Beinen. Genau, aber wir wollen jetzt die Quest hier nicht machen. Wir wollen die Quest, Wo wollt ihr mich denn hier veräppeln? Hallo? Ja, ihr bist auch voll rein, ne? Ja. Ich hasse diese Fallen hier überall. Lalalala, komm doch einfach her. Ich mag die Fallen nicht mehr. Nee, Basti hat jetzt nicht ausgelöst. Wir müssen grob in die Richtung nach oben. Hilft mir! Ja, ja. Boah, wie war das nochmal? Das war so ein ganz blöder, komplizierter Weg, den ich immer falsch genommen hatte. Oder war das nur die Treppen hier hoch? Könnte beides sein. Könnte nur die Treppen hoch sein und sehr kompliziert sein. Muss ich schleichen, ne? Ja, klar. Warum auch nicht? In dem Moment, wo ich die entschärfe, geht das Ding los, oder was? Jetzt weiß ich, warum das so blöd und kompliziert war. Weil es nämlich da ganz oben war, ne? Ich muss auf die andere Seite und nach ganz oben. Das heißt, im Endeffekt dahin, wo das Ding ist. Aua. Nein, ich wollte nicht schießen. Oh, ich habe sogar was getroffen. Das war ja cool. So. So, mal gucken. Können wir hier hoch? Oh, halt, hier ist was zu lesen. Aber hier geht es nicht weiter. Ich weiß, das war total blöd. Ich meine auch, man müsste auf die andere Seite. War das da? Da und dann da hoch oder da rechts und hoch? Jetzt muss ich mal. Oh. Moment. Da kommt man da hoch, da kommt man da hoch. Aber da ist eine Brücke, oder? Ich glaube, ich muss hier rum. Ich bin mir nicht sicher. Nee, hier muss ich nicht rum. Wenn, dann muss ich da unten rum. Das ist doch scheiße. Wie kann man denn die Dinger hier kaputt machen? Ich will hier nicht wieder in so einer blöden Falle hängen. Kuckuck. So. Ist ja gar nicht angegangen. Okay. Gehen wir mal hier durch. Ich meine auch irgendwie, es wäre dieser Weg gewesen. Aber ich bin jedes Mal am Verzweifeln, ehrlich gesagt. Weil ich es hasse, weil man hier nicht vernünftig durchkommt. Also nicht direkt weiß, wie man da hochkommt. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt total vertue. Wahrscheinlich sogar. So, die ist tot. Ich habe jetzt keine Lust, hier den Boss zu machen. Ich will eigentlich nur...
Ja, und schon wieder explodiert das Ding beim Entschärfen. Was sind das für komische Fallen? So. So, ich meine, ich hoffe, noch glaube ich dran, dass man jetzt hier zu dem... Na? Heilt mich! Nein, ihr wollt mich veräppeln. Ihr wollt mich veräppeln. Obwohl, da ist eine. Doch, das könnte vielleicht doch sein. Moment. Da muss ich aber hier runterspringen und dann käme ich auf die andere Seite, wo ich jetzt auf einmal nicht mehr hin muss, oder was? Alter. Was ist mit euren Fallen los, ganz ehrlich? Ach, das ist schlecht leise. Hi. Und nun? Es freut mich, dass ihr beschlossen habt, euch mir anzuschließen. Diese Piraten sind wahrlich von der unfreundlichen Sorte. Ich habe eure Notiz erhalten. Wo ist Anais? Ich habe Anais zu diesem Gebäude hinter uns verfolgt, aber das Schloss an der Tür verweigert sich all meinen Versuchen, es zu knacken. Einer dieser Piraten muss den Schlüssel haben. Vielleicht habt ihr mehr Glück bei der Suche als ich. Ich habe den Schlüssel bei einem der Piraten gefunden. Ist das so? Hervorragend! Ich überlasse euch die Freude nachzuschauen, ob dieser Schlüssel die Tür aufschließt. Nach euch. Okay. Wenn du mir sagst, welche Tür? Ganz auf der anderen Seite die Tür oder... Nee, hier. Ah, nice. Ich bin so froh, dass wir euch gefunden haben. Und dazu noch in einem Stück. Aber nicht dank euch. Ihr habt mich gefesselt an den Docks zurückgelassen. Was habt ihr denn gedacht, was passiert? Ich verlange, nach Hause gebracht zu werden. Sofort! Sicher, natürlich. Ich brauche nur einen Moment, um mit meiner Begleitung zu sprechen. Natürlich müsst ihr das. Gebt einfach Bescheid, sobald ihr bereit seid, mich hier rauszuholen. Diese Piraten wissen weder Seife noch Wasser zu schätzen. Ich werde euch hier lassen, Anais. Nur so kann ich euch eine Lektion über den Unterschied zwischen Leuten und Sachen erteilen. Hallo? Wieso sagt ihr was völlig anderes, als hier steht? Also hier steht, einerseits bin ich dankbar, dass Anais unversehrt wirkt. Andererseits hatte ich gehofft, irgendeinen Hinweis darauf zu sehen, dass sie ihre Lektion gelernt hat. Ich dachte, wir wären hier, um Anais vor den Piraten zu retten. Ja, ja, wir wollen sie retten. Ich wollte nie Sklavenhändler werden. Aber wenn wir sie freilassen, wird sie dann ihr grässliches Verhalten nicht einfach fortsetzen? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich bin mir unsicher, was unsere weitere Vorgehensweise anbelangt. Ja, ehrlich gesagt, ich würde sie gerne hier lassen. Aber da wir ja nicht so sind, ihr müsst die Sache in Ordnung bringen. Wir müssen sie hier rausholen und sie befreien. Ja, ich schätze, das sollte ich. Aber heißt das nicht auch, mein Ziel aufzugeben, Anais eine Lektion zu erteilen? Ja. Wie soll ich mit mir leben, wenn sie Leute weiterhin wie Sachen behandelt? Ich könnte sie befreien, aber welchen Vorteil hätte das? Was würde Anais tun, wenn sie in eurer Position wäre? Was spielt das für eine Rolle? Soll ich mein Handeln von den Neigungen einer sklavenhaltenden, ich-bezogenen Aristokratin abhängig machen? Was soll ich nur tun? Ich will einfach nur ins Nest zurückkehren und diese fiese Sache hinter uns lassen. Ich bin immer noch dafür, sie hier zu lassen und ihr eine Lektion zu erteilen, aber ihr müsst sie befreien und die Sache richtigstellen. Ich werde euch hier herausbringen, Anais. Ich hoffe nur, ihr erkennt so den Unterschied zwischen Leuten und Sachen. Mehr sagt er nicht? Na gut. Okay, dann teleportiere ich mich mal eben wieder zurück ins Diebesnest und ja, werde die Sache dann dort abschließen. Das war natürlich etwas missverständlich ausgedrückt. Ich teleportiere mich nicht ins Diebesnest, sondern ich teleportiere mich zum Wegschrein, um dann ins Diebesnest zu gehen. Und ich darf nicht vergessen, vorher den
Basti noch mal eben rauszuschmeißen. Zack, weil der mag es nicht, da reinzugehen. So, geradeaus rechts kann ich das abschließen. Ich habe Anaas aus dem Piratenversteck heraus und zurück zu ihrem Herrenhaus begleitet, wo sie nun hübsch in Sicherheit ist und ohne jeden Zweifel bereits an einem Plan arbeitet, wie sie mir bei nächster Gelegenheit die Haut vom Leib ziehen kann. Ihr habt also Anaas wirklich vor den Piraten gerettet? Natürlich, so wie ihr es vorgeschlagen hattet. Und die gefälschten Briefe haben perfekt funktioniert. Pimsis Tage als Sklave sind vorbei. Heute beginnt sein neues Leben. Ja, ich meine, was soll man sagen, ne? Ganz ehrlich, ich hätte die Alte am liebsten dagelassen, aber wir sind halt eben alle Menschen und da sollten wir natürlich auch menschlich handeln. So, das kann ich noch lernen, das kann ich, oder darf ich nicht mit ihr lernen. Dann haben wir eine Halskette von Baharas Fluch erhalten. Sehr schön, die binde ich auch direkt mal. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir dann mal einen schnellen Cut machen, weil die Folge doch schon ziemlich lange geworden ist heute. Und dass wir dann in der nächsten Folge, ich denke mal, mit ihr weitermachen werden. Wobei das drei ihrs sind. Ich muss mal schauen, mit wem ich weitermache. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.